Ein kleiner Hinweis vorab. Diese und die nächste Folge musste ich leider nachsynchronisieren, weil er aus unerfindlichen Gründen mein Mikrofon nicht aufgenommen hat. Ich hoffe trotz alledem, dass ich das irgendwie hinbekomme, das, was ich da gesappelt habe, nochmal irgendwie neu aufzunehmen. Aber hört einfach selbst. Sorry dafür. Es tut mir echt leid, aber ich kann es leider nicht ändern, warum auch immer er nicht aufgenommen hat. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play zu Misona Falls. Ja, ich bin jetzt hier direkt im Voice-Over. Ich guck mal, dass wir das irgendwie vernünftig hinbekommen. Ich kann euch leider noch nichts versprechen. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg, wohin eigentlich? Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge den Schlüssel von dem Pastor bekommen. Ja, genau, wir hatten den bekommen. Ich hätte vielleicht vorher nochmal reingucken sollen, was überhaupt in dieser Folge passiert. Aber ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mit diesem Schlüssel direkt auf den Weg in Richtung Motel. Ich glaube zumindest, dass wir jetzt auf dem Weg in Richtung Motel sind. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, da wir ja diesen wunderbaren Schlüssel bekommen haben, den er endlich mal rausgerückt hat. Dieser olle Knacker da. Und wir gucken einfach mal, was uns dann in diesem Motel erwartet. Ich weiß es leider noch nicht. Wir werden es aber herausfinden. Jetzt, wie gesagt, fahren wir erstmal darüber und schauen mal. Ich musste mal kurz bremsen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, mir hat das Auge gejuckt oder so. Ich weiß es nicht. Da sollte man lieber mal rechts ranfahren. Ja. Also, wie gesagt, wir fahren jetzt zum Motel und gucken, ob der Schlüssel, den wir da bekommen haben, ob der ins Schlüsselloch passt. Sollte eigentlich so sein. Mich würde es wundern, wenn es nicht so wäre. Frage mich eigentlich, was der hier mal die ganze Zeit für ein Geeiere macht mit dem Fahren. Also das ist ja unfassbar. Mal links, mal rechts, mal links, mal... Nein, die Steuerung ist wirklich ziemlich... Huiuiuiui. Schwierig, sag ich jetzt mal. Deswegen sei mir das verziehen, wenn ich hier ein bisschen Schlangenlinie fahre. So. Genug gesabbelt. Wir sind angekommen. Ich parke jetzt hier mal vernünftig neben dem Häuschen. Und wir schauen einmal. Müssen wir noch mit dem Typen sabbeln? Nein, wir sabbeln nicht mit dem Typen. Gehen wir direkt rein? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir sabbeln direkt mit dem Typen. Genau. Nee, ach Quatsch, wir gehen direkt rein. Genau. Motel Lakeside Inn. So, und da sind wir auch schon drin. Und ja, wie sieht es denn hier aus? Also, das Bett wurde nicht gemacht. Oder die Betten wurden nicht gemacht. Das Zimmer ist genauso wie... Ist das Zimmer noch genauso wie, als Casey es am 23. benutzt hatte? Also, Mel, Emma und Casey waren zusammen hier. Vielleicht haben sie irgendeinen Hinweis hinterlassen. Ja, wir gucken uns mal um. Da so ein riesiger oller Fernseher. Mit dem kann man nicht interagieren, auch nicht mit der Kommode. Nein, das geht nicht. Die Kiste, da kann man aufheben auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal gucken. Ich wüsste jetzt nicht, ob man sie hier irgendwo anders bräuchte. Ja. Am Bett war jetzt auch nichts. An dem Bett hier ist, glaube ich... Hier oben ist an dem Leuchter? Nee, ist auch nichts. Gut, na dann. Ich lasse die erstmal stehen und wir gucken mal weiter. An dem Bett war jetzt leider auch nichts. An dem Bild kann ich nichts machen, nee. Vielleicht hier am Spiegel oder an dem Waschbecken. Nein, sieht nicht so aus. Kühlschrank geht leider auch nicht. Okay, gut. Na dann, Fernseher ging nicht. Oder hier nochmal an der Seite von der Kommode. Man muss ja mal so ein bisschen Pixel-Hunting betreiben. Geht scheinbar auch nicht. Dann würde ich sagen, hier an der Seite vom Bett nochmal. Nein, okay, auch nichts. Dann, gehen wir doch mal in dieses Zimmer hier rein. Und ich sehe da schon Blutspuren oder irgendwas auf dem Fuß. Ach du Scheiße, was denn hier passiert? Eieieiei. Was steht da? Epoch? Ja, Epoch würde ich sagen, steht da. Oder? Ja, ich gehe mal davon aus, dass das Epoch heißt. Okay, kann man hier noch irgendwas machen? Gibt es hier noch irgendwas Brauchbares? Vielleicht an der Toilette oder so? Nee. Nicht mal die Rolle Klopapier mitnehmen? Nein. Nee. Okay, gut. Das, ja, hier ist irgendwie auch nichts weiter an dem Waschbecken. Ist da vielleicht noch irgendwie was drin? Nein. Bis auf Epoch gibt's hier nichts. Was ist Epoch? Ja, ich habe keine Ahnung. Was mag Epoch sein? Ja, dann gehen wir mal wieder raus.
Also irgendwas muss es doch hier noch in diesem Zimmer geben, beziehungsweise in dem, ja, in diesem Motel. Irgendwas muss doch noch hier sein. Es kann doch nicht sein, dass hier nur dieses rote Blut da an der Wand ist und ansonsten nichts. Nur dieser Hinweis mit Epoch. Hm. Ich heb mal die Kiste auf. Vielleicht können wir die... Nein, ich heb sie doch noch nicht auf. Ich geh aus dem Fenster und guck mal aus dem Fenster vielleicht. Nein, da kann man auch nichts machen. Auch nichts an dem Heizkörper. Hier hinter dem Bett auch nicht. Dann, ja, also hier ging auch... Nee, geht nichts. Ja gut, ich kann das nicht, kann mir nicht vorstellen, dass hier nichts geht. Okay, dann hebe ich mal die Kiste hoch. Hey, ey, da liegt doch was unter der Kiste. Was ist das denn? Wo, jetzt mal die blöde Kiste hier weg. Und dann gucken wir mal, was liegt denn da? Was ist das? Was mag das sein? Hm, untersuchen. Da liegen Tabletten auf dem Boden. Und da steht Epoch auf dem Paket. Epoch, eine neue Ära. Welche Art von, oder was für eine Art von Tabletten mag das sein? Das kann auch Drogen sein. Ich weiß jetzt nicht, Drugs und, oder Drogen und Tabletten ist das Gleiche, ne? Hm, ich denke mal, ich werde Samuel mal fragen, ob er sich das mal angucken kann. Okay, Samuel. Du hast die Tabletten bekommen, oder Drogen, wie auch immer. Samuel war doch, glaube ich, der Arzt im Krankenhaus, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, müsste er das gewesen sein. Ja, dann fahren wir doch mal direkt zum Krankenhaus und gucken mal, ob wir das irgendwie herausbekommen, was das wohl sein mag. Mich wundert es nur, dass wir in dem Zimmer jetzt nichts anderes gefunden haben. Ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen mau, sag ich mal. Ne? Steht denn jetzt bei den Charakteren irgendwas anderes? Beziehungsweise ich gucke mal gerade nach, wer ist Samuel? Ah, Samuel war wirklich der Arzt. Genau, das ist dieser verrückte Professor, sage ich jetzt einfach mal. Okay, bei Mel steht nichts Neues. Also zumindest laut Komplettlösung soll sich da irgendwie noch was ändern. Ich weiß aber auch nicht. So, ich gehe nochmal gerade zur Rezeption und rede nochmal mit dem. Hallo da. Ja, kann ich ihm den Schlüssel vielleicht übergeben? Mal gucken. Der Schlüssel für Zimmer Nummer 3 im Lakeside Motel, welches von Emma in der Nacht vom 23. benutzt wurde. Hm? Okay, kann ich ihm scheinbar nicht geben. Nö. Geht irgendwie nicht. Na gut, dann behalte ich den Schlüssel halt einfach und gebe ihm auch kein Geld. Offensichtlich müssen wir nicht dafür bezahlen. Naja, wie dem auch sei. So, einmal hier wieder einsteigen und dann würde ich sagen, cruisen wir mal direkt zum, ja, erstmal zum Schild vom Motel und danach fahren wir direkt zum Krankenhaus. Ich gucke nochmal gerade auf meine Karte, wo genau muss ich da lang? Ah, ja. Ah, da steht wieder jemand am Strand, den habe ich offensichtlich aber übersehen. Verdammt! Ich habe diese Person nicht gesehen, ich hätte sie vielleicht doch mal aussteigen sollen und mal hinlaufen sollen. Na gut, das ist jetzt natürlich blöd gelaufen, keine Ahnung wer das war. Ich habe jetzt nur in der Nachvertonung gesehen, dass da jemand stand. Und offensichtlich, ja, irgendwas gemacht hat. Aber ich weiß nicht was. Naja, wie dem auch sei. Wir fahren, wie gesagt, jetzt erstmal zum Krankenhaus. Es ist krass, was man so übersieht, ne? Wenn man einfach mal auf irgendwas fokussiert ist und nicht mal nach links und rechts schaut. Spannend. Naja, wir wissen jetzt nicht, wer das war. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht herausfinden. Ich habe keine Ahnung, ob ich mit dem irgendwie nochmal interagieren kann. Ich guck mal gerade in den Laden rein. Von unserem Onkel. Vielleicht kann man mit dem nochmal irgendwie interagieren. Ja, vielleicht kann man jetzt endlich mal diese Zigaretten mitnehmen. Nein, nur unterschiedliche Arten von Zigaretten. Kriege ich jetzt endlich mal... Nein, kriege ich auch nicht. Schade. Ja, sag mir nicht, dass du ein Feuerzeug haben möchtest. Warum? Ja, ich möchte halt einfach eins haben. Aber nicht fürs Rauchen, richtig? Du rauchst nur über meinen Toten, über meine Leiche. Alles klar. Gut. Dann nicht. Okay, ja, wir kriegen offensichtlich keine. Hm. Tja, kommen wir nicht ran. Schade. Nö, keine Chance. Dann halt eben nicht. Hat er sonst noch irgendwas zu sagen? Hallo? Ach, meine Schultern werden so steif seit neuestem.
Ah, ich musste unbedingt mal wieder auf eine Jagd gehen und die Spinnweben abschütteln. Okay. Ja, gut. Nö. Sonst nix weiter. Okay, hier ist noch der Schlüssel. Nee, man kann ihm auch nichts von den Items geben. Das geht offensichtlich auch nicht. Na gut, dann gehen wir nochmal hier hinter. Und ich glaube, ich gucke nochmal an den Briefkasten. Ist da vielleicht irgendwas drin? Hä? Es sieht so aus, als wenn ich einen Brief bekommen habe. Ja, na dann nimm den mal mit. Er ist von Isabella. Oh, ein Brief von Isabella. Matthew, danke für die letzte Nacht. Deine Freundlichkeit hat meinen Glauben in die Menschheit ein Stück weit repariert. Also mach dir keine Sorgen, ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich habe meinen Song diesem Brief beigelegt. Ich frage mich, was es ist, was Emma an diesem Song so mochte. Naja, wie auch immer, hören die einfach mal an. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Verbindung zwischen dem Lied und ihrem Verschwinden gibt. Ach ja, und komm nicht nochmal zu meiner Wohnung. Ich werde dich kontaktieren. Es ist schon lange her, seitdem ich so eine Nettigkeit oder seitdem mal jemand nett zu mir war. Danke dir, Matthew. Isabella. Ja, wir haben das Eternal Tape bekommen. Oder die Kassette, die Eternal Kassette, die Ewigkeitskassette. Okay, ja, mit dem Hundi will ich jetzt nicht spielen. Wir haben doch zu Hause dieses Radio, das Kassettendeck, Tape-Deck. The Boombox. Ja, mal gucken. Also damit müsste man sie doch rein theoretisch abspielen können, oder? Ich probiere das mal gerade. Mal gucken. Oh ja, geht. Ach ja, immer noch ein schöner Song, auch wenn sie am Ende hört man wirklich, dass es keine Amerikanerin ist oder so. Keine Amerikanerin ist, die das singt, oder keine Engländerin. Sang by the Angels, irgendwie sowas. Also ganz komisch gesungen gerade. Naja, wie eben auch sei. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier raus und fahren mal eben zum Krankenhaus. Das ist, denke ich mal, eine ganz gute Idee. So, wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Da steige ich doch glatt mal ein. Und geh doch da rein. Wir fahren los. So, ich muss nochmal gerade auf der Karte gucken. Wo muss ich da nochmal genau hin? Ja, ich glaube, das scheint die richtige... Nein, halt. Irgendwie auch nicht. Ich glaube, hier rechts muss ich lang, ne? Oh, einmal durch den Pfosten durchgefahren. Macht aber nichts. Ja, das sieht gut aus. Okay, hier fahren wir einmal lang. Und schauen mal, ich hoffe doch mal, dass der Doc uns irgendwie bei diesen Tabletten da helfen kann. Ich wüsste sonst nicht, wenn man sonst noch fragen könnte, wer sich hier mit Tabletten/Drogen auskennt. Wahrscheinlich Mel, aber das wäre nicht die beste Alternative, den wir dazu fragen könnten. Naja, wir schauen einfach mal, ob der uns da irgendwie weiterhelfen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt.
So, da ist auch schon die Abfahrt zum Krankenhaus. Oh, hier ist auch schon ein bisschen was los. Na gut, parken mal und gehen mal direkt ins Krankenhaus. Okay, sonst war der doch immer hier. Er ist jetzt irgendwie nicht da. Dann müssen wir mal gucken, wo der ist. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber ich glaube, hatte der nicht oben sein Zimmer gehabt? Sein Büro? Ich glaube, das war irgendwo oben, ne? Wir gucken einfach mal. Weil hier unten war ja der Psychodoc gewesen. Das müsste dann theoretisch irgendwo hier oben gewesen sein. Na, ich hänge wieder an dieser blöden Ecke. So, war das vielleicht hier? Nee, oder? Komme ich da rein? Nein, gut, da komme ich nicht rein. Hier auf der Seite? War das hier? Ich guck mal gerade. Nee, aber... Oh, kann es eventuell sein, dass der Cohen hier war, nachdem er vom Bären angefallen wurde? Wir haben gar nicht in diese Zimmer hier reingeguckt, beziehungsweise in das Zimmer hier. Wir hatten, glaube ich, nur in die anderen reingeschaut. Ich weiß gar nicht mehr. Das hier müsste das von Anna gewesen sein. Nee, Quatsch, von Kayfee. Von Kayfee. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das von ihr war. Es könnte auch... Also da war jetzt auf jeden Fall nichts. Ist auch nicht das Büro. Und das müsste dann theoretisch nochmal irgendein Behandlungszimmer sein, oder? Ich guck mal gerade. Ja, das ist auch nur ein Behandlungszimmer. Okay. Na gut, dann gucken wir mal, wo es eventuell noch sein könnte. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Das müsste ja dann theoretisch da hinten irgendwo sein. Ah, das wird hier sein. Ja, braune Tür. Ja, ich schätze mal, das müsste es sein. So, klopfen wir an. Dürfen wir reinkommen? Scheint so. Ja, genau, das war's. Das ist das richtige Zimmer. Okay. Gucken wir mal, ob der Typ da ist. Ah, da sitzt er. Dieser komische Heini. Ich mag den nicht. Na, wie auch immer. Vielleicht kann er uns helfen. Um ehrlich zu sein, du schaust doch nach mir... Oder du schaust doch herauf auf mich, oder? Oh, ey, wie kann man nur so von sich eingenommen sein, ein Arsch, ey. So, hier, die Tabletten. Weißt du, was das für welche sind? Was ist das? Ja, was ist dies? Tabletten, eventuell. Weiß nicht. Sind das keine Tabletten aus Ihrem Krankenhaus? Alle unsere Tabletten haben das Gruber-Kennzeichen auf der Seite. Oder auf sich drauf. Kannst du herausfinden, oder kannst du für mich herausfinden, für was die sind? Hä? Das ist leichter gesagt als getan, weißt du? Bitte... Bin nicht sicher. Also ich kann dir da nicht helfen, aber ich denke mal, James oder Keith könnten es. Ich frag sie einfach mal. Oh, James kennt sich mit Tabletten aus? Ja, er war einst ein Apotheker. Ich sag mal Apotheker. Oder ein Pharmakologe oder ein Pharmakologenspezialist. Wirklich? Ja. Ich werde dich wissen lassen, wenn ich was herausfinde. Okay, na gut. Danke. Jetzt kommt wieder nur der gleiche Quark. Gut, okay, dann hätten wir das zumindest auch. Und ich komme hier nicht wieder aus dem Zimmer raus. So, jetzt. Okay. Oh, er ist gerade aufgestanden. Er läuft uns doch nicht etwa hinterher. Was willst du? Ach, ich finde das so krass, dass die... Wenn man denen was gibt, was sie auch machen sollen, dass sie dann halt auch wirklich irgendwie eine Interaktion machen, dass sie wirklich irgendwo hingehen, irgendwas machen. Ich finde das so krass einfach. Ich kann mich an kein anderes Spiel aus der PS1-Ära erinnern, wo das so war, dass man, also nicht halt eben in so einem Open World oder so, ne? Also in jedem anderen Spiel, klar, wo was geskriptet ist schon. Aber hier, also wo halt wirklich die Figuren einem Tagesrhythmus nachgehen, ey, das sowas gab es halt meines Erachtens nur einmal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sonst wüsste ich jetzt kein anderes Spiel.
So, naja, wie dem auch sei. Wir sind wieder aus dem Krankenhaus raus und jetzt muss ich mal überlegen, was wir am blödsten machen. Wir können ja mal ein bisschen rumfahren und mal gucken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, was er macht als nächstes hier. Wir gucken einfach mal, was er denn treiben wird. Ja, er fährt auf jeden Fall mit dem Auto jetzt hier rum. Ja, ich rede von mir gerade in der dritten Person. Ich weiß nicht warum, aber ich mache das gerade einfach mal. So, ja, wir fahren jetzt da lang und dann fahren wir hier rechts. Ich glaube, wir fahren zur Polizeistation, ne? Kann das sein? Ich glaube, wir fahren einmal zur Polizeistation. Ja, das sieht zumindest sehr danach aus. Uah, da kam uns ein Polizist entgegen. Upala. Hallo? Naja, wie dem auch sei. Ich lasse das mal gerade da stehen. Das kann, glaube ich, nicht verkehrt sein. Wir müssen einfach mal kurz da stehen lassen. Gut, okay, dann reden wir mal, glaube ich, mit der an der Rezeption hier. Was ist denn? Wenn du den Fall diskutieren möchtest, dann, genau, rede mit Dingenskirchens darüber. Ich habe deinen Namen gerade vergessen. Morton. Genau, ich guck mal gerade, ob irgendjemand im Büro ist, mit dem wir vielleicht reden können. Erstmal anklopfen und dann gehen wir hier einmal rein. So, und shit, hier ist leider niemand da, mit dem man irgendwie reden könnte. Kann jetzt auch irgendwie nicht seinen Schreibtisch untersuchen. Jetzt ist jetzt auch irgendwie nichts. Was ist das hier oben eigentlich? War schon immer da? Keine Ahnung. Man kann es auf jeden Fall auch nicht untersuchen. So, hier an dem Schreibtisch. Ja, okay, steht auch nur das Gleiche wie immer. Gut organisierter Schreibtisch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal raus. Und eventuell schaue ich mir nochmal das Board an. Vielleicht gibt es da irgendwelche... Halt, nein, ich schaue mir nicht das Board an. Okay, dann schaue ich mir das halt eben nicht an. Wer bin ich denn schon, um mir an den Board anzuschauen, ne? So, okay. Ich hatte offensichtlich gerade einen Geistesblitz gehabt. Ich weiß aber nicht, was für einen. Und gehe hier mal gerade aus der Polizeistation raus. Na, ich hoffe, das Spiel hat sich jetzt nicht aufgehangen. Es lädt so lange. Hallo? Nein, okay. Gut, es hat nur sehr lange geladen. Alles klar. Ich glaube, ich fahre jetzt zum Diner. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass ich zum Diner fahre. Ich muss dazu sagen, seitdem ich das Spiel aufgenommen habe, beziehungsweise seitdem ich die Folge aufgenommen habe, sind ein paar Tage vergangen, deswegen kann ich mich nicht mehr an alles erinnern. Ich schneide das ja auch nicht direkt. Wäre ja auch zu intelligent, ne? Naja, wie dem auch sei. Ich glaube, wir fahren jetzt gerade mal zum Diner rüber. Um mal zu gucken, weil, ja, obwohl es ist eigentlich nicht mehr Mittagszeit. Es ist ja eigentlich schon viel, viel später. Und, aber wir können ja mal gucken, vielleicht gibt es da irgendwelche Informationen. Das ist ja so der Dreh- und Angelpunkt hier im Spiel. Vielleicht finde ich da jemanden, mit dem ich irgendwie reden kann, wo ich irgendwelche Infos herbekomme. Auf jeden Fall ist der Polizist hier, ist mir eine Stimme gerade weg gewesen. Vielleicht kriege ich da doch noch irgendwelche Informationen. Haynes Diner. Mhm. So, wir gucken mal. Weil ich wüsste sonst nicht, wo ich sonst noch hin sollte. So, hier ist auf jeden Fall jemand. Ach, guck mal, da ist hier der Sheriff. Also nicht der Sheriff, sondern... was? Also sein Handlanger. So, können wir ihm irgendwas davon zeigen? Ne, Kassette nicht, nein, das nicht, dies nicht, jenes nicht. Vielleicht muss ich mich erst hinsetzen. Wer bist du hier? Hallo? Ich komme immer um diese Uhrzeit hierher. Dann ist es etwas ruhiger. Mhm. Okay. Na gut. Verständlich. Kann ich mich zu ihm setzen? Ach nee, ich wollte mich ja zum Kopf setzen. So, okay. Kann man mit ihm reden? Hä? Was? Geht das irgendwie, wenn ich ihm jetzt die Items zeige? Geht das dann vielleicht? Mal gucken. Nee, geht immer noch nicht. Schade. Okay. Na gut, dann, ja, dann geht das offensichtlich nicht. Dann bestelle ich mir mal was zu essen, wenn ich schon mal da bin. Mal gucken, was sie heute im Angebot haben. Sag mal, einige der Farmarbeiter waren gerade eben noch hier. Haben die über die Renovierungsarbeiten geredet? Nee, sie haben nur über Dennis abgelästert. Ja, ich denke mal, damit machen sie nichts falsch. Die Ortschaften fallen ja förmlich auseinander. Außerdem ist es dort sehr unheimlich. Ja, Dennis sollte sie auf jeden Fall komplett abreißen und neu bauen. Mhm.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen mit der Übersetzung schwer getan. Mel sagt, es gibt einen Grund, warum er das nicht kann. Zum Beispiel, ich kenne die Details nicht, aber es scheint nicht aus monetären Gründen zu sein. Ja, okay, verstehe. Dann hat es irgendwas damit zu tun, dass er wohl da rumhängt? Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Was hast du denn heute Schönes zu essen? Oh, eine gebackene Kartoffel. Ich möchte eine gebackene Kartoffel. Los, gib mir her. Ich bin hungrig, gib mir die gebackene Kartoffel. Das ist, denke ich mal, das Beste, was du mir heute servieren kannst. Und ich denke mal, mit dieser gebackenen Kartoffel bedanke ich mich dann auch so langsam, aber sicher bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, sorry nochmal dafür, dass die Folge jetzt nachvertont werden musste, aber es ging halt nicht anders. Ich wollte auf jeden Fall nicht nochmal neu aufnehmen und euch das hier zeigen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder hier bei Mesona Falls. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.